Vor über 20 Jahren gründeten wir Dataforce, weil nach unserer Auffassung die deutsche Automobilindustrie ein wichtiges Kundensegment vernachlässigte. Das Segment der Firmenkunden. Seitdem zählen wir Autoflotten in über 40 Ländern. Daten sind die Grundlage für vieles andere, für Planung, für Forecasting, für sehr viele andere Dinge. Und das Wichtigste ist überhaupt mal, dass man eine gesicherte Datenbasis hat. Es ist nicht mehr eine Stichprobe und wir fragen mal so viel, wie viel ist das, sondern wir können jetzt wirklich sagen, wie viel ist das insgesamt? Wir machen den Flottenmarkt transparent. Sie setzen sie einerseits ein, um wirklich den Markt erstmal zu verstehen. Wie groß ist mein potenzielles Geschäft zum Beispiel? Und das war eigentlich dann der Start, wo dann auch das Thema Fuhrpark überhaupt zum ersten Mal in die Öffentlichkeit getragen wurde. Und obwohl jedes Fahrzeug und jedes Land einzigartig ist, fügen wir die Teile zu einem Ganzen zusammen, sodass unser Kuchen stets aufgeht. Dann muss man auch gar keine Angst haben, irgendwann mal verrückte Dinge anzusprechen, absurde Ideen zu entwickeln. Wir sind ein junges, modernes, innovatives Team hier. Wir geben alles gegenseitig, um den Kunden irgendwie happy zu machen, weil dann sind wir auch happy. Manche finden die Arbeit mit Daten und Zahlen langweilig. Wir nicht. So eine Leidenschaft von Mitarbeitern für ihren Job, obwohl sie ja nicht das Unternehmen besitzen. Man kann sich wirklich extrem gut selbst mit einbringen. Auch wenn vielleicht nicht immer auf Gegenliebe stößt. Dinge wagen. Offen. Vertrauensvoll. Dataforce. Dataforce. Keine One-Man-Show. Cool.